Atlas Air, eine US-amerikanische Fluggesellschaft, die aktuell die größte 747-Flotte der Welt betreibt. Immer wieder bekomme ich die schönen Maschinen dieser Fluggesellschaft vor die Linse und seit April 2023 fliegt die Airline auch regelmäßig den Stuttgarter Flughafen an. Genug Anlass für mich, um diesem schönen Flughafen mal einen Besuch abzustatten. Spot angekommen, weiter aufgebaut. Ich bin bereit. Jetzt muss nur noch die Maschine kommen, die ich aufnehmen möchte. Und dabei handelt es sich um eine Boeing 747-8 von Atlas Air. Und tatsächlich ist es die zweitneueste 747, die vorletzte 747, die gebaut wurde. Einer der letzten. Und das ist schon ganz cool, die mal aufzunehmen. Aber was noch viel cooler ist, die kommt jetzt jede Woche. Die kommt jetzt einfach jede Woche. Stuttgart hat jetzt eine einwöchige Verbindung mit einer Boeing 747 von Atlas Air. Und naja, ich sag mal so, dass ich jetzt die Landung aufnehme, das war jetzt eigentlich nicht geplant. Ich kam nur für den Takeoff hierher. Aber die 747 hat ein bisschen Spirenzchen gemacht. Aber was ist jetzt eigentlich passiert? Die 747-8 sollte ursprünglich schon um 7 Uhr morgens in Stuttgart landen. Die Maschine kam allerdings früher. Zu früh für den STR. Der Flughafen hat ein Nachtflugverbot bis 6 Uhr morgens. Und die 747 erreichte den Flughafen schon vor 6 Uhr. Die 747 zog in der Nähe von Stuttgart dann noch ein paar Warteschleifen, bis die Maschine dann am Ende zum Flughafen Frankfurt-Hahn umgeleitet wurde. Gut für mich, weil die 747 in Stuttgart noch gebraucht wurde und dann um ca. 10 Uhr in Stuttgart landen sollte. Jetzt könnte man meinen, dass ich alleine auf diesem Trip unterwegs war, aber der Schein trügt. Glücklicherweise begleitete mich Maxi auf diesem Trip. Für die Landung der 747 entschied er sich allerdings für einen anderen Spot. Hier in der Aufnahme ist er sogar zu sehen. Für den Takeoff wechselten wir beide nochmal unsere Position und bekamen dabei noch sehr sympathische Gesellschaft von Marco und seinem Hund Oscar. Der Trip ursprünglich enden können. Aber bereits am nächsten Tag wurde eine weitere 747 erwartet. Dieses Mal sollte es eine National 747-400 werden, die den STR als Militärcharter besuchen sollte. Wir entschieden uns also, über Nacht zu bleiben und dank der Gastfreundlichkeit von Marco hatten wir sogar einen anständigen Schlafplatz. Vielen Dank dafür. Am nächsten Morgen hieß es dann wieder früh aufstehen. Dieses Mal für eine 767, die von Delta betrieben wird.
Es wurde zeitlich etwas knapp, aber am Ende schafften wir es rechtzeitig an den Zaun. Ja, da will man eine Anmoderation machen und dann schafft man das nicht mehr, weil man zu spät losfährt. Aber wir haben es doch geschafft, dank der Hilfe von Maxi. Ich glaube, er will nicht, dass ich ihn jetzt filme. Maxi, willst du, dass ich dich filme? Er möchte dich mästen. Er möchte mich mästen. Wir haben es doch geschafft. Gerade Leiter aufgebaut und dann ist sie auch schon im Landeanflug gewesen. Kann man machen, aber ich bin gerne eine Stunde vorher da. Aber die Aufnahme ist was geworden, das ist sehr schön. Mal sehen, was der Tag noch bringt. Wir warten noch auf eine National 747. Das ist sehr schön. Und ja, mal gucken. Die kommt erst so nach 12, wahrscheinlich 13 Uhr, so die Gegend. Das heißt, es dauert noch. Müssen wir jetzt los, ne? Damit du dich wohlfühlst. Ja, da müssen wir jetzt los, damit wir noch rechtzeitig an den Spot ankommen, weil wir haben nur noch ein paar Stunden Zeit, um die 10 Minuten nach hinten zu laufen. Ja. Das ist dann einfach der Wohlfühlfaktor. Ne, wir warten wahrscheinlich jetzt erstmal hier, bis dann die 767 wieder rausgeht und dann laufen wir nach hinten. Da haben wir eigentlich gerade so genug Zeit, kann man sagen. Aber jetzt heißt es erstmal entspannen und warten. Vielleicht was essen. Mal gucken. Wir haben genug dabei. Viel Proviant. Da kommt jemand. Komm, Oskar. Er dreht sich einfach um. Oskar, komm her! Jetzt ist der Moment. Oskar, komm! Komm her! Ja! Ist passiert! Komm her! Kurze Zeit später startete die 767 dann wieder nach Atlanta. Danach wechselten wir wieder unseren Spot, um die National 747 beim Touchdown aufzunehmen. Nach der Landung gingen wir dann wieder die gesamte Startbahn hoch, um die 747 beim Abheben gut ins Bild zu bekommen. Oskar wartet. Oskar schaut. Oskar schnüffelt. Wir hatten durch die Anwesenheit von Oskar eine Menge Spaß beim Warten, aber es stellte sich mit der Zeit heraus, dass die 747 erst verspätet starten würde. Und weil wir noch einen langen Heimweg vor uns hatten, entschieden wir uns zu gehen. Bro, it's wild! Was passiert? Ja, geil! Oh, nein! Nicht schon wieder ich! Nein! Nein, geh lieber auf Tim! Wir planten zu dem Zeitpunkt eventuell den STR nochmal zu besuchen, um die 747 von Atlas Air nochmal aufnehmen zu können. Allerdings wussten wir noch nicht, wann wir das wirklich in die Tat umsetzen würden.
bis uns dann ein unschlagbares Angebot gemacht wurde. Man ließ uns mit ein paar weiteren Spottern aufs Vorfeld. Von Atlas Air war an diesem Tag auch wieder da und diese durften wir dann auch aus nächster Nähe bestaunen. Nee, was ist deine Meinung dazu? Es ist ja aufregend. Was ist, wenn der Typ jetzt da oben das Triebwerk startet? Das wäre nicht so gut. Der 747 machten wir uns dann erneut auf den Heimweg. An der Stelle möchte ich mich auch im Namen von Maxi bei Marco bedanken, der dieses ganze Vorhaben erst zu dem gemacht hat, was es am Ende geworden ist. Marco hat uns nicht nur bei ihm schlafen lassen, er hat uns auch auf dem gesamten Trip Gesellschaft geleistet und uns eine wunderbare Zeit an diesem Flughafen und in der Umgebung geschenkt. Bei der Vorfeldtour hat er auch an uns gedacht, für die waren wir nämlich ursprünglich gar nicht vorgesehen. Es wurden aber kurzfristig nochmal Plätze frei und da dachte er direkt an uns und lud uns zu dieser Vorfeldtour dann ein. Deswegen ein ganz, ganz großes Dankeschön an Marco. Danke für diese tolle Zeit.